Himmel und Hölle, Falken. Erinnerst du dich noch daran? Wir haben das früher bis zum Umfallen gespielt, ob die Zukunft vorhersagen oder peinliche Aufgaben erledigen. Dieses beliebte Fingerspiel hat bei uns immer für viel Spaß gesorgt. Ich zeig dir heute aber mal, wie du aus diesem gefalteten Papier einen Hai mit Klappmaul basteln kannst. Dabei male ich erstmal die Elemente vom Hai aus. Man lernt zwar nicht, über die Linien zu malen, aber heute ist es ausnahmsweise mal erlaubt. Wir schneiden das Quadrat nämlich gleich im nächsten Schritt aus. Jetzt faltest du das quadratische Blatt Papier Schritt für Schritt zu einem Fingerspiel zusammen. Weißt du noch, wie es geht? Falls nicht, schau jetzt gut zu und dann wirst du es im Handumdrehen wieder können. Ist nämlich wirklich kinderleicht. Die Ecken werden nach innen gefaltet, dann das Ganze umdrehen und erneut nach innen falten. Zum Öffnen des Spiels greift ihr mit vier Fingern in die Laschen des Quadrats und drückt diese zurecht. Sobald alles stimmt und passt, könnt ihr noch Flossen ankleben und dann kann euer kleiner Hai schon losschwimmen.